An wunderschönen guten Bonjour. Also, ich habe ein Projekt gefunden. Da muss ich dann so ein Merci an We Live Games, weil ich nämlich gesehen bei Ihnen und schon gedacht, Peter, das ist geil. Es sind tatsächlich ein Tracky. Ja, ist da auch so an der Reihe. Ja, du kannst ein Schiff bauen und dann machen wir das. Gut, wir gucken mal ein bisschen. Das Spiel heißt Cosmos hier. Hier wird man tatsächlich wieder könnt erstellen, was ich relativ wichtig fand. Wir fangen schon direkt mal mit den Settings an. Erster Bildschirm oder zweiter Bildschirm? Wichtig. Fullscreen etc. pp. Audio erstellen, ganz wichtig am Anfang. Ja, das ist cool, mir irgendwann denke, pum, 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 pum. Aus dem Effekt, wo die Kanone muss stehen, den muss ich drauf regeln. Alle 10 Minuten ist ein Safe, was cool ist. Dadurch auch schon oft mein Schiff gerettet gehen. Ja, der Toten als ja, der kleine Gesture ist ein Jump, das kennt noch alles. Dann haben wir ja, Building, bla bla bla, das kriegen wir noch alles erklärt. Das haben wir schon alles gemacht. Na gut, dann haben wir hier, weil ich weiß nicht, ich da mal den Load. Das habe ich noch alles gemacht. Wie gesagt, der Tod war mein erster Spielstand, der Tod war der zweite, nee, dann. Neue Map, nee, der Tod war der Probe, das war der zweite. Dort war der dritte. Du hast ein Schiff gemacht und du hast tatsächlich wahrscheinlich wohl ein Viertel für das Play, whatever. Gut. Wie gesagt, wir können loaden oder wir können High Bounty Hunt machen oder Creative. Oder ich weiß ja schon mal für dich Creative, wie das funktioniert. Da kriegt man halt gewisse bla bla bla, was das alles möchte. Und das interessiert euch ja herzlich wenig. Okay, da ist ein Schiff, wo ich schon gebaut habe. Warte, schauen wir einfach mal da hin. Ja, gut. Wie bauen wir das Schiff ab? Das weiß ich nicht erst. New Ship. Mein Fragment-Modell. Wir kriegen immer den dritten. Und eine Pause. Gut, und das Schiff bewegt sich relativ los, aber es tut einen Wert von über 3 Millionen hurdet. Gut. Also, wir bauen Lo ungefähr plus ou moins der Zeit für die Toten, just am Klängen. Und dann erklären wir euch, was da eben do alles machen musst an bla bla bla. Gut. Wie gesagt, nee, der Tod kriegst du halt zu fangen. Kriegst du nicht der Tod also fangen? Kriegst du komplett ernst also fangen? Auch das nicht. Auch der Tod nicht. Ich was man gut halt auch wissen muss von Chris. Okay. Nice. Gut. Aber wie gesagt, wir fangen mit dem heute an. Und wir gucken, dass wir die Kästen relativ niedrig gehalten kriegen mit viel Waffen. Und übrigens, da gebe ich so ein, machen wir das da los. Wir gehen an den Tool-Menü. Am Tool-Menü ist ein kleines alles bisschen. Hier mal da anfangen mit Bauen. Was ich wichtig fand, der Tisch, wenn der da etwas baut, könnt automatisch die andere Seite hin. Das ist so wie Fanatiker für mich, wo tatsächlich alles muss gleich schon als andere. Ganz wichtig, wie zu bewegen. Links, rechts, rauf, können wir bewegen. Auch mit Quer, auch mit, WASD, respektive mit der Falltaste, können wir doch machen. Gut, okay, dann fangen wir mal hier an. Um da sind wir vier Wäsche zu gehalten, das sprengt das ja aber klar. Gut, okay, dann haben wir hier Bewaffnung, dann haben wir hier eben Klänger. Das sind die, die da hat. Dann haben wir größer. Und da sind wir tatsächlich Einheit Credits an, weil die für Crew braucht. Und da haben wir wirklich den Strahl schlechthin, wo wie Cutter als die schneidet einfach alles durch. Dann haben wir den Toten eben Standardkanone, wo ich selten benutze, ich benutze öfter die Sache wie der Toten. Der Toten ist eben der Risk, wenn ich Schaden drin, die muss ein bisschen mehr Schaden drin machen, wo ich just um dem Fall nicht, sondern das fand ich ein bisschen unlogisch an, nicht an der Reihe.
oder ein Zweitkanon an Dom oder dann Missile Launcher. Also an der Reihe geht das so. Gut. Zudem, wenn der Totelum hat, braucht er, ganz wichtig, Ammo Factory für Kanonen, eventuell auch für das Stockieren, für die Missiles Factory, respektive Missile Stockage. Wie gesagt, die muss er dann Hand bauen. Dann haben wir hier Sachen wie Protection, gell? Oder Defense. Da haben wir dann hier Schildgenerator, wo cool ist. Aber wenn ich abbauen, dann sehe ich da, was ein bisschen mit tricky bei dem Ganzen ist. Dann haben wir eben für Missilen und Kanonen eben so mal aufzuwirren. Feuerlöscher, fucking wichtig, kostet nicht viel, aber muss er dran machen, weil sonst verbrennt er Leute und er schon was Futter. Und dann hat er dann eben Armor, für mich gleich wie Carbon aus, und das ist eben der Toten aus dem. Und dann kriegt er verschiedene Formen. Dann haben wir den Antrieb, respektive Kommandozentrale ohne den Flugzeug Chemeter. Dann haben wir ein Klangturbin, ein, ja, respektive, das Standardturbin, das sind die Toten. Das sind die Klangturbinen, dann noch ein Großturbin. Die bauen wir auch sogar noch an. Und dann haben wir heute den FTL-Driver. Den, wo ich viel geht, für das, dass ihr jumpen könnt. Gut. Wichtig, hier da dann für Crewmembers. Ich baue immer direkt den Doten, weil im Endeffekt wird er mehr Dofener wie Dofener. Da könnt ihr holen, wenn ihr wirklich ein bisschen Platzmangel habt. Da tun ich dann nie benutzt, der Toten. Obwohl, der kann ich auch abbauen. Aber whatever. Mit dem Platz, wo ich immer hin. Gut. Ah, da sieht auch direkt hier. Der Tote wird empfohlen, weil den Minimum muss hin und der Toten soll ihn hin. Und wir kommen immer noch drüber. Gut. Dann haben wir die Energie. Dann haben wir tatsächlich den Toten, Energie. Respektive, dort ist Storage. A Präferenz, ich baue immer direkt den Doten, davon habe ich das mehr, kann die Energie immer direkt zu den Phasern da rangesetzt oder auch nicht. Oder Phasern oder da, wer auch immer braucht, oder Schilder. Hier haben wir dann einen Sensor. Auch wichtig, dass ich gesagt habe, das sind Tote, die Struktur, die ich nie benutze. Gut, dann erklären wir mal ein bisschen nachher. Wir haben, die sieht immer da, so die Giel klein zuziehen, da, wo, da sind überall auch da. Die gehen hier, gehen die hier gestellt. Und du denkst, außer das so. Gut. Weil dann ihre Stallo aufhängen hier. Wo waren die? Okay, Kommandozentral. Braucht da so viel. Gut, wir fangen da mal an. Mal rausscrollen, mal Rad rausscrollen, scrollt raus. Und ja. Gut. Was wir da mal machen, wir verwerfen da mal das ganz toll. Ich so, tap, 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 tap. Gut, und in dem Hand von dem Dutten bauen wir alles neu ab. Was hält du von da an? Man natürlich parallel. Ja, ich sehe schon ein Problem gekommen. Whatever. Gut. Gut. Also, up. Wie gesagt, du hast so mal just ein Ding, was ich kann machen. Kann oder muss man. Für die Kommandozentral gebe ich so ein. Komm, hol mir ein Doppelkommandozentral. Gut. Hol mir ein Doppelkommandozentral, mir gewesen. Bisschen raus. Wir holen dann auch direkt automatisch Power und wir holen Quartieren. Gut. Dann haben wir das schon mal. Wird relativ wichtig schwer. Dann gehen wir den Antrieb hier machen. Da müsste man da vielleicht hier zwei rüber gehen. Gut, und dann gehen wir hier rüber. Und da tun wir da los. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Weil wir bauen im Stallo hier an. Die dort bauen wir an. Die.
Du siehst, da muss man da mehr frei schaufeln. Da wenigstens muss man dann hier so runter machen.